Der Wolf hat uns scharf gerissen. Baba, was redst du? Im Hallerstadion gibt's noch freie Sitzplätze. Hast du Drogen genommen oder was? Der Briefkasten ist vollgestopft. Mein Vater ist nicht ganz bache. Und was heisst das übersetzt? Eben, mein Vater redet Zeug, wo kein Sinn versteht. Hasamse, ich rede mit so Codewörtern. Wie es da kam, jetzt von Amerika alles ablöst und speichert. Jetzt lasst ihr ihnen ein SMS, wo steht, mein Vater ist nicht ganz bachen und kommt nicht raus, was gemeint ist. Wenn ich im Group-Chat das schreibe, weiss jeder, was gemeint ist. Das ist eben nicht gut. Heute lernen die Schüler überall sich ausdrücken, dass jeder das versteht. Das ist Quatsch. Mit denen kommt jetzt überall, du musst dich ausdrücken, so dass der andere etwas anderes versteht. Also du denkst, dem amerikanischen Geheimdienst ist interessiert am Herr Mergi Musafer mit Wohnsitz in Schweiz und C-Ausweis? Möglich, dass sie mich als interessante Person findet, aber ich vertraue ihnen nicht. Ob es der Stufe, Cousin, zweiten Grades, ich vertraue niemandem. Aber was heißt denn jetzt dem Codewörter? Weißt du, Schafgrisse, Hallenstadion, Briefkasten? Das heißt zum Beispiel, der Pokerclub im Zivilschutzzentrum ist aufgeflogen, aber im Clubhaus vom Minigolfverein geht es auch weiter und der Jackpot ist voll. Mann, jetzt hast du alles verraten. Ich schreibe meinem Freundin, meinem Vater, Kund im Gefängnis. Ja, jetzt denken die Amerikaner, das ist auch schon wieder verschlüsselt. Kund im Gefängnis heisst wahrscheinlich, er geht ins Fitnessstudio. Er ist schon ein geiler Sich. Willst du mit mir ein bisschen rumfummeln? Ich komme gerade. Ciao, Baba. Ist Geheimsprache, weißt du? Heisst, willst du mit mir ein bisschen aufziehen machen? Meine Tochter, hä? Hure gescheit! Hasamse!